Wir machen heute eine Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, Kalorien- bzw. Kohlehydrat reduziert im Low-Carb-Bereich. Wir werden den Zucker durch einen Zuckeraustauschstoff, in diesem Fall Erythritzucker, ersetzen. Für meine Erdbeer-Rhabarber-Marmelade verwende ich jetzt keine frischen Erdbeeren, sondern ich nehme mir tiefgefrorene, aus dem einfachen Grund, weil die in der Regel vollreifer geerntet werden als die Erdbeeren, die man also normalerweise zu kaufen kriegt. Es sei denn, es sind deutsche Erdbeeren und die man, weiß ich was, im August kauft, dann ist es was anderes. Ansonsten sind diese TK-Erdbeeren in der Regel wesentlich reifer. Auf keinen Fall würde ich jetzt hier so eine Discounter-Erdbeeren nehmen. Die nehme ich nur zum Garnieren, weil die sehen zwar ganz toll aus von der Frucht her, aber die schmecken wie ein Kohlrabi. Also lieber TK-Erdbeeren nehmen, wenn man welche kriegt, als diese Erdbeeren vom Discounter. Spanische oder Italiener, ist egal, schmecken wie Kohlrabi. Dann habe ich hier meinen Rhabarber, den schäle ich nicht. Manche Leute möchten ihn gerne geschält haben. Das heißt, da zieht man sich dann einfach die Haut so ab. Mich stören diese Fasern nicht. Deswegen schäle ich ihn nicht. Zumal die Marmelade nachher sowieso leicht anpüriert wird. So, alles in einen Topf geben. Und bei milder Hitze auf den Herd geben und einfach leicht anfangen lassen zu köcheln. In der Zeit, wo das jetzt hier anfängt warm zu werden, wiege ich mir meine restlichen Zutaten ab. Ich habe hier den Erythritzucker. Man kann zum Ausprobieren gerne mal so eine kleinere Packung im Kaufland oder woanders holen. Relativ teuer. Da kostet das Kilo nachher, ich glaube, 8 oder 9 Euro. Wenn man viel backt oder viel diesen Zucker verwendet, empfehle ich hier dieses 5 Kilo Paket von Amazon. Da kommt die auf den Kilopreis, je nachdem, wenn er im Angebot ist, zwischen 4 und 5 Euro das Kilo. Gut, wir wiegen uns jetzt den Zucker ab. Rezeptur bei mir übrigens immer in der Infobox. Infobox ist diese Box über den Kommentaren. Ihr braucht jetzt nicht mitschreiben. Zum Verdicken der Marmelade verwende ich Agar-Agar. Agar-Agar, ein pflanzliches Produkt. Also es ist eine Alge, die klein gemahlen wird. Da nehme ich bei dieser Menge 3 Gramm. Wer die Marmelade ein bisschen fester haben will, kann ruhig ein bisschen mehr nehmen. Wer sie eben weicher haben will, nimmt ein bisschen weniger. Wenn ihr Produkte mit Agar-Agar andickt, ihr könnt ja auch so ein Gelee machen oder so. Wenn ihr Säure bei habt, eine sehr saure Marmelade, müsst ihr mehr nehmen. So, dieses mische ich jetzt hier einfach unter den Zucker. Da jetzt Erythritzucker dazu neigt, sehr schnell auszukristallisieren, gebe ich hier noch Folgendes zu. Und zwar Butter. Und Glukosesirup. Glukosesirup ist nichts anderes als eine Art Zucker, der gekocht wurde aus Stärke, der dieses Auskristallisieren verhindert. Nicht unbedingt
im Sinne von Low Carb, aber ein bisschen muss rein. Weil sonst würde der Zucker relativ schnell auskristallisieren, also der Erythritzucker. Wie gesagt, übertreibt es da nicht. Das sind jetzt hier gerade mal 7 Gramm. Sollte vollkommen reichen. Dann reibe ich mir immer gerne noch ein bisschen Zitronenschale mit rein. Achtet darauf, dass ihr beim Reiben hier möglichst nur das Gelbe erwischt, weil das Weiße darunter schmeckt bitter. Anschließend werde ich die Zitrone auspressen und den Saft auch noch dazugeben. Der Zitroniengeschmack, der kommt ausschließlich aus der Schale. Der Saft nachher macht das Ganze nur noch ein bisschen säuerlicher. So, dann kommt für mich, für meinen Geschmack, immer noch so ein bisschen Ingwer reingerieben, frischen. Und mittlerweile sollte jetzt auch schon meine Erdbeeren bzw. meine Rhabarber oder Erdbeer-Rhabarber-Mischung sollten mittlerweile kochen. So, hier kommt jetzt mein Zitronensaft rein und mein Zucker. Wenn ich jetzt Zucker sage, ich meine natürlich immer diesen Erythritzucker. Dieses lassen wir jetzt gute 10 Minuten köcheln. Warum lassen wir das köcheln? Zu einem, damit die Früchte weicher werden, und zu anderen braucht dieses Agar-Agar, also diese Alge, eine Weile, bis die sich richtig entfalten kann, also bis die alles bindet. Deswegen eine gewisse Kochzeit. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich so stückig nicht unbedingt mag. Deswegen püriere ich das jetzt auch noch. So, und lasst es jetzt noch ein bisschen weiter kochen, dass diese Luft, die wir jetzt untergehoben haben oder untergeschlagen haben, noch rausgeht. So, wenn das jetzt alles ein bisschen gekocht hat, fülle ich das heiß in meine Gläser. Nun gibt es zwei Methoden, die zu verschließen. Die eine, man gibt so ein bisschen Stroh rum, hier oben rauf, entzündet den und legt dann gleich den Deckel rauf. So, der Rum verbrennt mit dem Rest Sauerstoff hier drin. Jetzt lässt man es abkühlen. Das ist die eine Methode. Ich persönlich vakuumiere die immer, aber dazu muss die Marmelade komplett abgekühlt sein. Also werden wir jetzt da so 2-3 Stündchen warten. Jetzt kommen wir zu meiner bevorzugten Methode. Ich stelle die Gläser, so wie sie sind, in meinen Kammervakuumierer und vakuumiere einfach.
Wie gestern schon gesagt, müssen die Gläser bei dieser Methode absolut kalt sein. Sonst würde die Marmelade im Vakuum anfangen zu kochen. Natürlich überkochen und sich zwischen Dichtung und Glas setzen und ihr hättet kein Vakuum. Ihr seht. Hier nun meine fertige Marmelade. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes produzieren soll, dann stellt diese Frage bzw. diese Anregung doch in den Kommentaren. Ich werde zusehen, dass ich es dann möglichst bald für euch umsetzen kann. Danke sehr.